Alter, hier brennt der Baum. Hier brennt der Baum. Dime si tú quieres algo más. Dime si tú necesitas algo dulce pa' calmar esta noche. Va a ser loca, va a ser la mejor de tu vida. Ich sag, es klingt fast wie Baklava. Es ist aber die Lagune von Baklava. Alter, die Hitze macht einem hier echt zu schaffen, Mann. Es ist anders warm hier. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, die Wochen und die Tage überschlagen sich. Ich komme ehrlicherweise gar nicht mehr hinterher. Wir waren vor kurzem 2 Wochen in Mexiko gewesen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, gar nicht zu filmen. Mein Ziel der Reise war eigentlich für mich selber so ein bisschen abzuschalten, mich zu sammeln. Gleichzeitig aber hochzuschalten. Bin jeden Tag joggen gewesen, habe hier und da ein bisschen was gefilmt. Ich hoffe einfach, ihr habt Spaß beim Anschauen. Und immer noch sind bei den Views mehr als die Hälfte nicht Abonnenten. Also falls ihr noch kein Abonnent des Kanals seid, einfach abonnieren. Ich würde mich freuen, einen Daumen nach oben geben. Und jetzt viel Spaß, kommt gut in die neue Woche, startet durch, schaltet hoch. Ich bin mega motiviert und ich freue mich einfach auf die ganzen nächsten Projekte, die die ganzen nächsten Wochen kommen. Genießt einfach diesen Schnipsel-Wahnsinn, der so ein bisschen zusammenhangslos ist, und habt einfach eine gute Zeit. Und bis dahin, ja, und falls irgendjemand erwartet, dass hier Nachos mit Guacamole zu sehen gibt, muss ich euch leider enttäuschen, davon habe ich so viel gegessen. Ich kann es nicht mehr sehen, deswegen habe ich es auch nicht mit ins Video reingenommen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und jetzt einfach ab dafür. Viel Spaß, bis dann. Ja Leute, und die Reise beginnt quasi so, wie das letzte Video aufgehört hat. Wer es aufmerksam verfolgt hat, da habe ich meine Endcard in der Bahntoilette gedreht. Und genau da startet jetzt die Reise, denn... Ja Leute, für mich geht es jetzt erstmal nach Frankfurt. Dieser Zug geht schon 100 Stunden, aber ist eigentlich auch nicht schlecht, weil man halt die Zeit sinnvoll nutzen kann. Ja, und so habe ich die sage und schreibe 7-stündige Zugfahrt von Hamburg nach Frankfurt, ich glaube es ist ein neuer Rekord, genutzt, um mein Video zu schneiden, welches keins werden sollte, was ihr auch schon gesehen habt. Ja, und wenig später ging es dann auch schon mit dem Flugzeug nach Mexiko. Ja, und nachdem wir gefühlt erstmal 300 Stunden durchgeschlafen haben, sind wir am nächsten Morgen in Tulum morgens wach geworden, haben den Tag erstmal mit einem Workout begonnen. Und dann geht's Richtung Strand. Hey Leute, was geht? Ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Tag aus Mexiko. Wir sind gerade auf dem Weg von Tulum City Richtung Tulum Beach zu joggen. Es sind 7000 Grad. Bin gerade mit am Start. Und ja Mann, ich nehme euch einfach mal so die nächsten Tage mit. Ja, jetzt gerade ist ziemlich anstrengend. Ja, und so waren wir mit dem einen Fahrrad bewaffnet. Ich bin immer laufen gewesen und haben dann komplett Tulum den Strand erkundet, uns mal hier, mal da hingesetzt und einfach ein bisschen die Zeit genossen. Ja, Leute, und ich sage euch so viel, es war brutal heiß jeden Tag und diese Straßen einfach endlos lang. Aber für mich halt gleichzeitig eine ganz gute Gelegenheit, mich an diese enorme Hitze irgendwie anzupassen, dran zu gewöhnen. Und ja man, rund um Tulum sind derbe viele Cenoten und wir sind zu einer hingefahren. Ja Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Direkt aus der Waschküche, 3000 Grad. Es macht richtig gut Bock. Und ja man, wir waren schon in der ersten Grotte heute baden. Ja, und diese Grotten, einfach nur schön. Und wenn man früh genug da war, hatte man auch die Möglichkeit, mal hier und da ungestört eine Schildkröte zu beobachten. Einen wunderschönen Mittag. Es regnet in Tulum, beziehungsweise ist ein bisschen bewölkt. Wir ziehen heute weiter eine Runde nach Bacala und dann sehen wir uns da später wieder. Ja, und so sind wir von Tulum südlich bis runter nach Bacala gefahren, was fast an der Grenze zu Belize liegt. Und haben einfach richtig schön noch mal ein paar Tage an der Lagune verbracht. Ich habe tatsächlich sogar noch ein bisschen für das Hotel da gearbeitet, habe noch ein paar Videos für die gedreht. Ja, und das war einfach nur echt ein richtig schöner Ort, um komplett runterzufahren, sich einfach da in dieses kleine Pavillon hinzusetzen, einfach mal ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen. Und ich hatte euch ja auch auf Instagram zwischendurch gefragt, was für zukünftige Projekte ich denn noch so starten soll. Und genau an dem Ort habe ich richtig viele Ideen gesammelt, viel mir notiert und aufgeschrieben. Und ja, 2021 ist noch nicht rum, da kommt noch eine ganze Menge.
Ja, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein Ausblick. Wir sind direkt an der Lagune von Bacala. Mega nice, die haben hier unten Kajaks, die man direkt ausleihen kann. Und heute machen wir eine kleine Kajaktour. Der Hängematte auf. Es ist einfach nur herrlich. Und hier hat man einfach absolut seine Ruhe. Es ist nichts los. Wir können uns nachher die Kajaks nehmen, können hier eine Runde mit Kajak fahren. Ja, Leute, hier sind die Kajaks. Wow. Nice. Herrlich, dass jetzt auch die Sonne rausgekommen ist. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein bisschen, als wenn ihr auf der Alster seid, nur 20 mal größer und mit genau 0 Leuten. Hier ist absolut niemand, das ist menschenleer und das ist einfach nur herrlich, diese ewige Weite hier zu genießen. Da vorne ist noch ein anderer Kajakfahrer mit so einem Board, aber ansonsten ist nichts los. Eine Runde Boot fahren. Ja, und dann kam am Nachmittag sogar die Sonne raus. Und so sind wir noch einen Ticken weiter südlicher gefahren und da die Lagune sah nochmal ganz anders aus. Ja Mann, jetzt sind Cocalitos am Start in der Nähe von Bacala. Es gibt ja wenig Orte, die, wenn man bei Google Bilder sich Fotos anguckt, die dann in echt wirklich so aussehen, weil die immer massiv bearbeitet sind und man einfach nicht so aussehen wie in Wirklichkeit, aber ihr kommt hierher. Und das Wasser ist einfach wirklich so hellblau, so blau, wie man sich das auf den Bildern vorgestellt hat. Das ist unglaublich schön hier. Und wir gehen jetzt erstmal eine schöne Runde baden. Ja Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat mich wirklich sowas von umgehauen und fasziniert. Einfach zu sehen, wie schön klar und hell dieses Wasser an der Stelle war. Und ja, da haben wir einfach richtig, richtig viel Zeit verbracht. Leute, ich habe es ja eben schon gesagt, das hier ist auf jeden Fall ein Ort, der echt noch krasser aussieht als auf Bildern. Ja, und spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn man so richtig in Mexiko angekommen hat, sich so richtig vom Land aufsaugen lassen. Wir sind zu so vielen Ständen überall hingegangen, haben hier mal was probiert, da mal was gegessen und die Leute waren einfach nur absolut herzlich und ja, ab dann haben die Uhren auch ein bisschen langsamer geschlagen und man kam so richtig an und konnte sich gut erholen. Dafür hat sich das frühe Aufstehen gelohnt. Jetzt auf jeden Fall erstmal ein kleines Workout machen und dann starten wir den Tag. Die Hitze kommt schon so krass. Es ist noch nicht mal 7, es wird so warm. Ja, und die Hitze hörte nicht auf. Von Bacala aus ging es weiter nach Cozumel auf eine kleine Insel. Ja, und dann so ein bisschen am Pool zu liegen, ein bisschen die Sonne zu genießen und einfach mal die Füße stillzuhalten, ist zwar an sich eine nette Idee, aber ihr wisst selber, so bin ich eigentlich nicht drauf. Insofern habe ich immer wieder das kleine Abenteuer gesucht und vielleicht hat der ein oder andere das Reel auf Instagram gesehen. Und ja, wenn ich nicht gerade irgendwie am Pool lag, habe ich eigentlich den ganzen Tag genutzt, bin über die Insel gelaufen, habe alles erkundet und ja Mann. Wir hatten einfach eine richtig schöne Zeit dort. Ja Leute, immer noch in Mexiko und mittlerweile begleitet mich mein Pesto wirklich fast auf allen Reisen mit. Jetzt hier das Pesto von Coro reingehauen mit dem Code JAMAN 5% auf alle Sachen von Coro. Mega, mega lecker und ja Mann, ich zeige euch mal. Richtig schön gut gehen lassen.
Leute, das Pesto von Koro schaltet anders hoch. Gibt's auch als Pesto Rosso, kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch schon oft genug gegessen. Insofern, Leute, wir sehen uns später. Ja, Leute, und dann wurde einmal ans andere Ende der Insel hochgeschaltet. Alter, das ist mein Gott. Und ich habe gerade das erste Mal ein fucking Krokodil gesehen, Alter. So krass. Ja, Leute, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Cozumel. Es sind schon wieder 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit ist wirklich so extrem drückend. Ich muss hier nur stehen und fange an zu schwitzen. Ja, nichtsdestotrotz bin ich hier dabei, meine Workouts, meine Läufe durchzuziehen. Und ja, heute laufe ich 5 bis 6 Kilometer erstmal locker, dann 2 Kilometer nochmal richtig Gas geben und dann ganz locker wieder zurück. Wenn ich laufen gehe, ich halt nicht jeden Tag genau das gleiche mache, sondern Abwechslung reinbringe, das Tempo variiere, weil nur so schafft man auch Reize zu setzen. Und ja, man, ein Reiz allein ist aber schon ehrlicherweise hier diese Luft. Aber ja, jetzt noch kurz auf GPS warten und dann zünden wir gleich los. 2 Kilometer gelaufen und die Suppe ist am Ölen. 4 Kilometer weggelaufen und ihr müsst euch vorstellen, als hättet ihr die heftigste Sitzheizung am Rücken. Es ist so warm, aber es ist auch irgendwo geil. 8:01 Uhr, Alter. Aber jetzt habe ich mir ja fest vorgenommen, nochmal 2 Kilometer hochzuschalten. Muss ich das auch machen. Aber danach brennt die Hütte, bin ich mir ziemlich sicher. Zwei Kilometer, 3:35 pro Kilometer. Es ist anders warm hier. Leute, der Baum brennt. Der Baum brennt. Ja, und ich kann so viel sagen, der Baum brannte nicht nur am Montag, der brannte am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Ja, und jeden Tag habe ich mich da lang geschunden. Es hat Spaß gemacht, Mann. 8 Kilometer. Jo Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Morgen aus Cozumel. Ja, so langsam gehen unsere 2 Wochen Mexiko zu Ende. Der letzte Tag heute auf der Insel. Ich bin jetzt das 6. Mal hintereinander joggen. Nachher geht's für uns mit der Fähre zurück und dann mit dem Bus weiter nach Cancun. Da dann noch eine Nacht am Flughafen und dann geht's morgen wieder zurück nach Frankfurt und dann auch bald wieder nach Hause. Es war auf jeden Fall eine mega schöne Zeit hier. Ich habe nicht allzu viel gefilmt. Ich habe oft die Kamera einfach beiseite gelassen. Ja, Mann, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch der kleine Einblick hier gefallen hat. Ja, mittlerweile hier schon meine Lieblingslaufstrecke. Das Ding ist, es gibt hier gefühlt nur eine einzige Straße und die laufe ich hier jeden Tag lang. Gehe danach im Pool eine Runde baden. Ja, ich habe einfach so ein bisschen mal hier die Zeit genutzt, zu reflektieren, ein bisschen zu schauen, auf was für Sachen habe ich in Zukunft Bock. Ja, und ich habe euch ja auch bei Instagram gefragt, was für Ideen ihr noch habt für Projekte. Da ist einiges zusammengekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe super viel in meinem Buch aufgeschrieben. Und ja, Mann, ihr könnt gespannt sein. Was ich aber auf jeden Fall noch mehr machen will, ist so gemeinsame Community-Projekte vielleicht auch. Das heißt, gemeinsam mit euch was zu planen, was zu starten, ähnlich wie die Zuschauertouren. Ja, da mache ich mir auf jeden Fall auch noch meine Gedanken. Aber dafür tat es auf jeden Fall gut, ja, einfach mal zur Ruhe zu kommen.
und ja, ein bisschen zu schauen. Der Ofen glüht schon wieder. Digga, es ist so warm, es ist so warm. Jeden fucking Tag. Ja Leute, besten Dank fürs Einschalten. Das war's mit dem Video gewesen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Zwiebel in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns aller Voraussicht nach nächste Woche wieder. Da wird dann das Projekt mit Eugen und mir folgen. Der ein oder andere hat es ja schon auf Instagram gesehen. Das war auf jeden Fall anders wild. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.